sprechen wir darüber, wie der Mensch tatsächlich funktioniert. Die Welt ist komplex und vielleicht haben auch Sie manchmal, genauso wie ich, das Gefühl, den Überblick zu verlieren. Als HR-Verantwortliche, als CEO, als Person, die andere Menschen leitet und führt, müssen jedoch genau Sie diesen Überblick behalten. Und um diesen Überblick wieder zu erlangen, bekommen Sie ein Update von mir. Ein Update Ihres Menschenbildes. Mein Name ist Bettina Ludwig, ich bin Kulturanthropologin und ich forsche mit den letzten Jäger- und Sammlergesellschaften dieser Welt. Sich mit Jäger- und Sammlergesellschaften auseinanderzusetzen, lehrt uns ganz viel darüber, wie wir Menschen tatsächlich funktionieren. Eines sei jedoch vorausgeschickt: Es geht nicht darum, den Lebensstil dieser Gesellschaften zu übernehmen. Es geht darum, die Diversität des Menschen zu erkennen. Denn es ist diese Diversität, die uns in die Zukunft tragen wird. Ich forsche mit Gesellschaften, in denen Zukünftiges und Vergangenes sprachlich nicht ausgedrückt werden kann. Man lebt im Moment. Ich forsche mit Gesellschaften, die kein Konzept von Besitztum kennen. Ich forsche mit Gesellschaften, denen es keinen Wettbewerb gibt. Man vergleicht sich also nicht. Erscheint es Ihnen vielleicht ein bisschen abstrakt, diffus oder vielleicht sogar zu philosophisch, sich mit solchen Themen auseinanderzusetzen? Im Gegenteil. Mit dem Jahr 2021 ist eine Zeit angebrochen, in der es radikal neu zu denken gilt. Nicht nur die Wirtschaft, auch gesellschaftliche Strukturen und der Mensch selbst sind in Bewegung und verändern sich. Und diese Veränderung wird voranschreiten. Für Sie als Entscheidungsträger gilt es, sich nun also Impulse zu holen für Problemlösungen. Machen Sie sich also bereit auf eine Reise, auf einen Prozess hin zu Ihrem neuen Menschenbild. Es wird Ihnen helfen, den Menschen wieder besser zu verstehen. Holen Sie sich Ihren Überblick zurück.